Ey Leute, herzlich willkommen in einem neuen Video. Ich bin der beste Döner-Kritiker in Deutschland. Immer wenn wir in eine neue Stadt gehen, müssen wir in einen neuen Dönerladen suchen und Punkte sammeln und sag euch, welcher Dönerladen ist der beste. Und heute sind wir in Freiburg. Und ich habe eine Frage runtergestellt in Instagram und viele Leute haben mir Antwort gegeben, welcher Döner ist der beste in Freiburg. Jetzt schauen wir mal die Fragerunde. Das macht schon. Die meisten sagen Ufra. Deswegen müssen wir heute in. Hallo. Wie die Leute gucken, das ist so Wahnsinn. Ne? Die gucken wie, die haben noch nie so jemanden gesehen mit einer Kamera oder sowas. Geil, Mann. Hallo zusammen. Hallo. Euphrat oder Amara? Euphrat. Komm, ich zeig dir den Weg, weil du kennst hier nicht so gut. Alter, hast du gesehen, mein Ferrari? Geilste Ferrari. Beste Auto. Du hast nichts was zu sagen, weil ich fahre das überall hin mit meinem Auto. Wie wär's mit einem veganen Snack für dich? Das wäre doch was. Nichts heute. Kennst du diesen Weg hier? Hier ist das Shortcut to the Innenstadt. Ja, natürlich. Können wir einen Cocktail trinken, alkoholfrei? Ich nicht, danke. Seit 2017 habe ich nichts mehr hier gewohnt. Weißt du, ist cool, wenn ich laufe und meine Schwarzer Bruder und Schwester sehen, weißt du? Die sind nett. Die grüßen immer. Nein, ich grüße jeder. Ich meine, ist einfach cool. Nee, die sind immer nett. Ach, jeder Mensch ist nett. Doch. Gib netter Mensch überall, gib Arschloch überall. Aber weißt du, was ich meine? So am Ende Effekt, weißt du, was ich meine? Nicht alle sind nett auch. Gib Wichsern auch und gib Arschlecken. Ja, Freiburg ist eine. Wie heißt dieser Wort? Liberal, oder? Ja, Freiburg ist eine liberale Stadt, was ich wusste damals, aber ich weiß nicht, ob immer noch ist. Das ist ein Sonderangebot, sollen wir buchen? Vielleicht finden wir ein Buch über Politik. Was wollen denn hier? Das böse Herz. Was wollen die denn hier? Ja, was wollen wir denn hier? Müssen wir shoppen gehen? Ich brauche eine neue Unterhose. In Asylheim Karlsruhe bin ich neuer gekommen. Dann habe ich eine Jeanshose gehabt, bevor mein Onkel mehr Geld sieht, dass ich einkaufen gehe. Vor einer Woche lang oder zwei Wochen habe ich zwei schwarze Unterhose. Ich bin sehr schlau. Bin ich in den Primark gegangen, zwei schwarze Unterhose gekauft, weil ich schwarz, weißt du, was ich meine? Die wird nicht so schnell dreckig. Also dreckig wird sie schon, man sieht es halt noch nicht. Ja, das meine ich halt. Aber was ich habe gemacht ist, wenn ich einer trage, wasche ich die andere. Man muss einfach mit dem Kopf, denn ich liebe das, ich will das nicht verloren, komm hier. Ja, hier ist auch nicht, dass wir hier ertrinken. Weißt du, was die sagen in Freiburg? Ja. Wenn du in dieses Wasser runterfällst, du wirst mit einer Freiburger heiraten. So, Ladies and Gentlemen. Wo sind wir? Ja, wo sind wir? Sind wir da endlich. Sieht gut aus. Hallo. Hm? Ja, ein Döner-Teller. Ja. Wir haben eine Frage runtergemacht in Instagram. Und die haben uns gesagt, hier ist der beste Döner in Freiburg. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Das müssen wir testen. Ja. Und sagen wir mal, vom Skala 1 bis 10. Ja, fast 70% haben gesagt, hier ist der beste Döner. Aber Pommes nur ein bisschen, nicht so viel. 60% Freiburger sind Veganer. Ist das eine offizielle Statistik oder hast du das jetzt? Da habe ich offizielle Statistik. Gut. Ja, alles normal. Ja. Haben Sie eine Safa-Soße oder so? Auch das so, ja. Kriegst du Eiran zu deinem Döner-Teller oder? Nein, was für Eiran. Ich trinke Cola. Kaltfleisch oder Hähnchenfleisch? Ich nehme immer Hähnchenfleisch, weil ich liebe einfach Hähnchen. Dann passt mit meiner Hähnchenbrust-Protein, weißt du. Ist Bio-Cola, weißt du? Ist besser für die Umwelt. Muss man immer beten, weißt du? Das Fleisch ist richtig gut. Schmeckt nicht so gut, aber geht. Hauptsache Bio. Der Salat ist einfach auch genial. Und heute, warum ich kein Brot dazu habe, weil ich im Diät bin. Ich mache Diät. Seit heute ist der 5. oder 6. Tage Diät. Deswegen auch trinke ich Cola Bio und kein Brot oder so. Die Pommes esse ich ein bisschen nur. Anstatt Reis esse ich Pommes heute. Für die Diät. Du weißt aber, Bio-Cola heißt nicht unbedingt, dass da weniger Kalorien drin sind. Doch. Alle Bio sind gesund. Glaub mir, Hauptsache Bio und gesund. Oh, guck mal, mein Bauch. Wie gesagt, mein Diät läuft. Ich habe nur. Moment, wie gucken wir, mein Bauch Diät läuft?
Ja, mein Bauch ist ein bisschen runtergegangen. Aber jetzt ein bisschen gegessen ist wieder hoch, weißt du wegen. Hunger unter Essen wieder hoch, weißt du wegen. Deswegen jetzt, von diesem Donnerladen, ich würde denen 6,8 geben. Oh, wir haben sogar Nachkommastellen. Ja, ja, wir müssen, ja. Okay, und 6,8, ja. Warum 6,8? Ist gut, die vielleicht war super gut, alles war gut, aber irgendwas fehlt. Diese Heimessen-Sache, weißt du, was ich meine? Aber war guter Döner. Heimessen-Sache? Ja, wenn du im Restaurant isst und wenn du daheim isst, ist Unterschied, weißt du, was ich meine? Ja, irgendwas aber wir sind fehlt. Doch in einem Restaurant. Ja, deswegen sage ich dir, irgendwas fehlt. 10, Skala 10. Das. Was müsste ein Döner haben, damit er 10 Punkte von dir bekommt? Ja, das werde ich in dem nächsten Video sagen. Das ist so früh. Wie gesagt, die Döner war richtig gut, aber ich gebe diese Dönerladen 6,8. Das Fleisch war super, weil ich liebe Hähnchenfleisch sowieso, weil ich, warum ich Hähnchenfleisch nehme. Ich mache jetzt Diät und Diät, Hähnchenfleisch ist so wie mein Hähnchenbrust, weißt du. Hähnchenbrust und Reis und so halt. Und da ist Salat und Tomate und so halt, ist alles in mein Diät auch. Am Endeffekt, ich bin immer noch dran in die Diätphase, weißt du, was ich meine? Also das hat nicht so viel Kalorien, wie man auch denkt und so halt. Ne? Weil, und ich habe meine Bio-Cola getrunken, auch ist wenig Kohlenhydrate und so halt. Wir waren in diesem Dönerladen, aber Leute können immer noch in die Kommentare schreiben, in welcher Dönerladen sollen wir zum nächsten in Freiburg und probieren mal auch. Und dann können wir am Ende das Jahr die beste Dönerladen in Freiburg auch sagen. Und auch andere Städte. Und andere, ja, auf wir jeden Fall. Wir müssen nach Frankfurt, also ja, da brauchen wir auch Tipps. Ja, auf jeden Fall, da müssen wir machen, auf jeden Fall. Und ich sag was. Die beste bis jetzt ist in Offenburg. Bis jetzt. Ja. Beenden wir das Video hier. Aber nichts vergessen mit dem Support. Support ist kein Mord. Mit meinem Code Rino kriegt man so richtiger Vater Rabatt wie mein Donateller bei ESN. Und jetzt gerade, wir haben ein gutes Angebot. 4 für 3. Du kaufst 4. Und zahlen nur für 3. Bei ESN gibt es immer gute Angebote. Das ist die Wahrheit. Ich danke jeder für den Support und so. Ich kriege so positive Nachrichten in meinem Instagram. Und das freut mich super, dass ich Lächeln zu Leuten bringe. Das ist ein guter Feedback und so. Bleib schwarz.